Zahlungsschutzversicherung. Die Versicherungsindustrie liefert wieder ein neues, Fragezeichen, innovatives Produkt oder nur Bullshit? Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön bist du heute auch wieder dabei. Freut mich, schaust dir dieses Video an. Zuerst ein kleiner Hinweis von mir, abonniere doch den YouTube-Channel oder folge mir auf allen Social-Media-Plattformen, Instagram, Facebook oder auch LinkedIn und dann hast du noch viel mehr Content zum Thema Versicherungen über unsere Blogs, Podcasts oder aktuelle News, die wir haben. Würde mich sehr freuen, dich hier begrüßen zu dürfen. Kommen wir zum Thema von heute. Und zwar geht es um das Thema Zahlungsschutzversicherung. Die Versicherungsindustrie ist, war, wie auch immer, wieder mal innovativ und hat ein neues Produkt auf den Markt gehauen. Nun habe ich mir gedacht, weißt du was, easyinsurance.ch prüft doch dieses Produkt mal und erzählt dir mal, um was das es geht. Und am Schluss sehe ich auch ein persönliches Fazit, was ich davon halte. Nun, dieses Produkt, die Zahlungsschutzversicherung, dient dazu da, dass deine wiederkehrende Zahlung, wie zum Beispiel die Miete, dein Fitnessabonnement, deine Krankenkassenprämie, sogar dein Netflix-Abonnement im Prinzip abgedeckt sind, wann du zum Beispiel arbeitslos bist oder wenn du arbeitsunfähig bist nach einer Krankheit oder einem Unfall. Nun, das hört sich ja gut an im Grundsatz. Es gibt dort auch vier verschiedene Modelle. Also im Grundsatz kann man zum Beispiel auch die Miete oder das Leasing abdecken. Das ist ja in der Regel eigentlich eine monatliche Verpflichtung. Man kann zum Beispiel aber dann auch den Hypothekarzins abdecken, wenn du ein Haus hast. Man kann sogar die Krankenkassenprämie sich bezahlen lassen, diese Zahlungsschutzversicherung. Und wie gesagt, dann sogar geht es so weit wie Netflix-Abonnement, wie Handy, wie sogar dein Fitness-Abonnement. Also du kannst alle monatlichen Pflichten über diese Zahlungsschutzversicherungen abdecken lassen. Es gibt für mich im Grunde ein bisschen zwei Haken. Einerseits, die Dauer ist begrenzt bis auf ein Jahr. Es gibt sogenannte Wartefristen, wie es üblich ist bei solchen Versicherungen. Das heißt, du schließt jetzt die Versicherung ab, bis es dann aber etwas übernimmt, gibt es immer noch eine Wartefrist. Ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Die Prämie, also das, was du zahlst für die Versicherung, ist im Prinzip immer ein Prozentbetrag vom Wert, den du versichern willst, also beispielsweise der Miete oder einem Fitnessabonnement. Und die Leistungen sind im Grundsatz dann 100%, die bezahlt werden, aber maximiert auf 1500 Franken. Heißt das im Umkehrschluss, hast du eine Miete von einer Wohnung von 2000 Franken, bekommst du maximal 1500 Franken und müsstest noch 500 Franken beispielsweise selber zahlen. Es gibt auch noch Voraussetzungen, wie ich schon angetönt habe im Grundsatz. Man spricht hier von einer fehlerhaften Arbeitslosigkeit, das heißt, du darfst nicht gekündigt haben im Umkehrschluss, sonst würde die Versicherung nichts bezahlen. Das zweite auch, du musst arbeiten, um diese Versicherung zu erhalten. Das heißt, im Minimum 25 Stunden in der Woche oder ein 60% Pensum. Ist darauf zu schließen, dass die Versicherung natürlich hier eine gewisse Sicherheit auch will. Und ganz wichtig, du musst in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis stehen. Das heißt, du darfst keinen befristeten Vertrag haben oder im Stundenlohn arbeiten. Der Vertrag, der muss im Grundsatz unbefristet sein. So, jetzt zu meinem Fazit. Völliger Bullshit, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, so eine Versicherung auf den Markt zu bringen. Weil, aus meiner Sicht, gibt es drei Punkte, die ich mir hier notiert habe, die matchentscheidend sind. Im Grundsatz hast du meistens als Arbeitnehmer durch deinen Arbeitgeber eine Abdeckung der Taggeldversicherung bei Krankheit und Unfall. Oder sogar, wenn du arbeitslos bist, bekommst du ein Taggeld von der Arbeitslosenversicherung. Das heißt, das deckt dir immer zwischen 70-80% deines Einkommens, das du normalerweise hast. Das heißt, der Gap ist maximal 30-20%. Mit dem kann man sich absolut arrangieren.
Man kann vielleicht gewisse Sachen ein bisschen verschieben. Man kann aber diese Deals direkt mit den entsprechenden Vertragsparteien abwickeln. Für das braucht es keine zusätzliche Versicherung, wo du ja noch zusätzliche Prämie zahlst. On the top. Das wäre Punkt 1. Punkt 2 habe ich schon erwähnt, der Deal mit den Vertragspartnern, viel einfacher zu regeln. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich hatte auch mal finanzielle Probleme. Dann dealst du mit den Leuten, denen du den Cash schuldest und nichts machst der Versicherung. Wo du eine Prämie zahlst, wo du dann nur eine gewisse Summe bekommst, wo du vielleicht noch eine Wartefrist hast, wo du extra was bezahlst. Und aus meiner Sicht ist hier der Kosten-Nutzen-Effekt überhaupt nicht ergeben. Also man versichert etwas, was man nicht versichern sollte. Und ich denke, genau das ist das, warum das Versicherungen ein bisschen unpopulär sind, weil sie solche Sachen anbieten, die einfach keinen Sinn machen. Und sorry, Zahlungsschutzversicherung ist einfach Müll. Tut mir leid, muss ich ganz klar mal so sagen. Die Idee grundsätzlich zur Absicherung von monatlichen Verpflichtungen finde ich nicht schlecht, aber in diesem Zusammenhang macht es einfach keinen Sinn, weil das sind Sachen, die im Grundsatz du durch andere Versicherungen abgedeckt hast. Vor allem mit den entsprechenden Limitierungen ist dieses Produkt einfach völlig am Ziel vorbeigeschossen. Jetzt will ich mit dir in Diskussion treten. Was hältst du von dieser Zahlungsschutzversicherung? Wir verlinken dir auch noch das Video, wo das ein bisschen erklärt wird, um was das geht. Gib mir doch dein Feedback, was du persönlich davon hältst. Vielleicht hast du sogar selber eine. Vielleicht sagst du auch, hey, die hat mir sehr viel gebracht. Ich finde das ein super Produkt. Ich glaube es zwar eher nicht, aber es würde mich sehr interessieren, weil es ist die Aufgabe von easyinsurance.ch, solche Sachen immer kritisch zu prüfen. Und die Gesellschaft, die es betrifft, da stehe ich offen im Dialog, nehme das Battle gerne an, dass man dieses Produkt ein bisschen besser auf dem Markt positionieren kann und es vor allem Sinn macht für den Kunden. Und auch die Versicherung muss ich das daran verdienen, ist mir schon klar, aber es muss Sinn machen. In diesem Sinne, sei easyinsurance.ch, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.